Wenn Sie Vertrauen ansprechen, auch in Bezug auf die Impfung. Jetzt hat man Impfpflicht eingeführt, hat sie ausgesetzt, Maßnahmen fallen, die Zahlen steigen. Wenn ich alleine hier in Vorarlberg in Dornbirn heute geschaut habe, bei den behördlichen Tests ewig lange Schlange. Wie kann man das Vertrauen in die Politik bei den Jugendlichen wieder erhöhen? Also wir arbeiten in der Politik, gerade was Corona betrifft, sehr, sehr eng mit Expertinnen und Experten zusammen in einer eigens eingerichteten Kommission. Und diese Kommission hat ja gerade diese Schritte auch befürwortet, diese Öffnungsschritte. Und ich sehe es als riesengroßen Meilenstein. Wir haben jetzt 2 Jahre Pandemie ziemlich genau hinter uns. Der erste Lockdown ist auf dem heutigen Tag genau. Ja, noch nicht ganz genau auf dem heutigen Tag, aber bald genau 2 Jahre her. Und diese Das macht ja was aus den Menschen. Das hat gerade junge Menschen, Kinder und Jugendliche enorm belastet und deswegen stehe ich auch voll und ganz hinter diesen Öffnungsschritten. Sie sind vertretbar auch absolut, wenn wir die wichtigste Kennzahl hernehmen, nämlich die Intensivbettenauslastung. Und um die geht es am Ende des Tages. Jetzt explodieren gerade die Corona-Fallzahlen, aber Gott sei Dank, ich habe es selber auch vor 3 Wochen gehabt, ist es immer mit einem Maß, sage ich einmal, wo man schwere Verläufe so gut es geht verhindern kann und man sieht auch, dass die Impfung wirkt.